Holy Spirit, Holy Spirit, God, you dwell within my heart. You want to set my life on fire, set my life on fire, set my life on fire, set my life on fire with your love. Holy Spirit, Holy Spirit. Yes, my dear friends, welcome to this third session of Glaubensschule and Catholic Sunday School. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu unserer Online-Sonntagsschule oder zur katholischen Katechismusschule. We will sing also, we pray to Holy Spirit to get more anointing for this session. Wir bitten den Heiligen Geist um eine noch größere Salbung für diese Einheit. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Komm, du Geist der Heiligkeit, komm, du Geist der Wahrheit, komm, du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. So, my dear friends, welcome to this third episode of our introductory session. Liebe, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu unserer dritten Serie unserer Einführungslehre in the online Sunday school. In die katholische Glaubensschule. And it is so important to understand that we pray in the I believe. Wir beten im Glaubensbekenntnis. I believe in the Holy Catholic Church. Da beten wir, ich glaube an die eine heilige katholische Kirche. So when we say I believe in the Holy Catholic Church, wenn wir also sagen, ich glaube an die eine heilige katholische Kirche, it is important. What do we believe? Da ist es dann wichtig, dass wir wissen, was glauben wir denn? Ja. So I believe in the Holy Catholic Church. Ich glaube an die katholische Kirche. It's very important. It is an article we are praying in the Credo along with I believe in God the Father Almighty, I believe in Jesus Christ, I believe in the Holy Spirit. Then we say I believe in the Holy Catholic Church and Communion of Saints. Und das ist sehr wichtig, dass wir das wissen, dass wir dieses Beten, ich glaube an die eine heilige katholische Kirche, wir beten das wie ein Glaubenssatz, wie wir auch sagen, ich glaube an Gott, den Vater, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an den Heiligen Geist und genauso sagen wir, ich glaube an die eine heilige katholische Kirche und an alle Heiligen. Yes. It is important to learn what the Holy Catholic Church believe and what the Holy Catholic Church teaches. Und es ist wichtig, dass wir das lernen, was die eine heilige katholische Kirche glaubt und was sie uns lehrt. In the last session, we got a beautiful understanding how the Holy Spirit guided the church beginning of the Second Vatican Council through the great Pope John 23rd. In der letzten Einheit haben wir eine wunderbare Einsicht bekommen, wie der Heilige Geist die Kirche geführt hat durch das Zweite Vatikanische Konzil und eben auch durch Papst Johannes den 23. And a very exciting phrase we received about the encyclical of St. John 23rd, Church is a mother and teacher. Und dann haben wir eben auch aus dieser Enzyklika von Johannes dem 23. Gehört, dass dort gesagt wird, die Mutter Gottes ist Mutter und Lehrmeisterin. Mater, Mater et Magistra. Und so heißt auch die Enzyklika Mater et Magistra. And then we have understood from the catechism itself, from the
depositum, fide depositum, how Saint John Paul II explained the development of the Council. Und dann haben wir eben auch aus diesem apostolischen Konstitution Fidei Depositum gehört, wie die Entwicklung des Zweiten Vatikanischen Konzils war. A beautiful development. He has cited the first paragraph dedicated to Pope John 23rd's opening. Und er session. Schreibt in dem ersten Punkt eben, wie Johannes der 23. das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet hat. And the second paragraph, Saint Paul the 6th closing message. Und dann schreibt er im zweiten Paragraph eben, wie Johannes, wie Paul der 6. das Konzil abgeschlossen hat und was and er da gesagt hat. Third paragraph is the very important teaching of Pope John Paul II himself, which led to the arrival of this Catechism of Catholic Church. Und dann im dritten Absatz schreibt er eben über sich selbst, wie er den Katechismus so weit gebracht hat, dass er jetzt in die Vollendung gegangen ist. Now in this episode of the introductory part, I want to share you some of my personal experience of the teachings of all these popes after the Vatican Council. Und jetzt in dieser dritten Episode möchte ich mit euch etwas austauschen über meine eigenen Erfahrungen, die ich mit diesen Päpsten gemacht habe im Hinblick auf das Zweite Vatikanische Konzil. Ja. Also, let us understand all the popes and their papacy after Vatican Council. Und lassen wir uns, dass wir diese Päpste mit ihren Absichten nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil besser verstehen. So, it is because we are studying this. So I am giving you the references of the year and the name and their original name. Also, und weil wir das ja studieren, weil wir hier in einer Schule sind, möchte ich euch eben die Zeit angeben, in der sie Papst waren und mit ihrem Geburtsnamen. So those who are students in the catechism school, they can make a note of this. Also die Schüler in unserer Katechismusschule, sie können das gerne mitnotieren. But it will be also available as a text document in the website of the catechism school. Aber es wird später auch als schriftliches Dokument auf der Website der katholischen Glaubensschule. You can later on make it a printout and file it. Also nächst später könnt ihr es dann selber ausdrucken und euch zusammenheften. Or, yeah. Now, Pope St. John 23rd, his papacy began from 20th October 1958 to 3rd June 1963. Dann war zunächst einmal Johannes der 23. da. Seine Amtszeit begann am 20. Oktober 1958 und endete am 3. Juni 1963. His name was Cardinal Angelo Giuseppe Roncalli. Sein Name war Angelo Giuseppe Roncalli. And then came Saint Pope Paul the 6th. His papacy was 21st June 1963 to 6. August 1978. Und dann kam als Papst Paul der 6. Seine Amtszeit begann am 21. Juni 1963 und endete am 6. August 1978. His name was Giovanni Battista Enrico. Sein Name war Giovanni Battista Enrico. And then comes Pope John Paul I. Dann folgte Papst Johannes Paul I. His papacy was only 33 days. It began 26th August 1978 to 28th September 78. Seine Amtszeit dauerte nur 33 Tage und sie begann am 26. August 1978 und endete am 28. September 1978.
And his name was Cardinal Albino Luciani. Sein Name war Kardinal Albino Luciani. And then came the great Pope John Paul II. Und dann kam unser großer Papst Johannes Paul II. His name was Cardinal Karol Joseph Wojtyła. Er war Kardinal Karol Joseph Wojtyła. His papacy was from 16th October 1978 to 2nd April 2005. Und seine Amtszeit dauerte vom 16. Oktober 1978 bis zum 2. April 2005. And after that came our dear German Pope Benedict XVI. Darauf folgte dann unser lieber Papst Benedikt der 16. His name was famous Cardinal Joseph Ratzinger. Und wir kennen seinen berühmten Namen Kardinal Josef Ratzinger. His papacy was 19th April 2005 to 28th February 2013. Seine Amtszeit ging vom 19. April 2005 bis zum 28. Februar 2013. And after that came our beloved Pope Francis. Dann folgte unser geliebter Papst Franziskus. Ja. Francis I. Franziskus der Erste. His papacy began on 13th March 2013. Seine Amtszeit begann am 13. März 2013. And his original name was Cardinal George Mario Bergoglio. Und sein Name war Kardinal George Mario Bergoglio. And I have gone through the personal teachings of all these Pope and I found how beautifully Holy Spirit made a harmony with all these persons in making a symphony of a great continuity of teaching. Und ich selber bin durch die ganzen Lehren dieser Päpste hindurchgegangen und ich habe erfahren, wie wunderbar der Heilige Geist sie alle aufeinander hingeführt hat, sodass es zu einer wunderbaren Symphonie in der Lehre gekommen ist. And yes, even last week in the general audience, Pope Francis has referred to a very important teaching of Pope Paul VI, that is Evangelii Nuntiandi. Ja, selbst in der letzten Generalaudienz am letzten Mittwoch hat Papst Franziskus noch eine Enzyklika von Paul dem VI. Zitiert, nämlich Evangelii Nuntiandi. Of course, it's not an encyclical, it's an apostolic teaching. Also eine apostolische Lehre, apostolisches Schreiben. So, all these popes are, Pope Francis is continuing the same spiritual inheritance and tradition what is handed over by all his predecessors. Und wir sehen da, dass Papst Franziskus genau das Erbe weiterführt, was ihm alle seine Vorgänger übergeben haben. Ja, that is absolutely no difference. It is brought more and more pastoral and practical for the present situation of the church. Es gibt da keine Unterschiede. Im Gegenteil, es wird mehr und mehr für die pastoral vor Ort praktisch umgesetzt. We should not go by any wrong messages heard in the mass media. That is not true. Wir sollten nicht auf irgendwelche Botschaften, die in den über die Medien verbreitet werden, gehören. Now, I want to enlighten you with some beautiful thoughts about each Pope, some of their very important teachings, which is relating to our catechism school. Und jetzt möchte ich euch von jedem einzelnen Papst einige Gedanken sagen und mitteilen, die einfach auch gut zu unserer Katechismusschule passen, zu unserer Glaubensschule passen.
I tell you, when I was inspired through the anointing of the Holy Spirit to proclaim the preaching, I began to start preaching. Und ich kann euch sagen, als der Heilige Geist mich inspiriert hat, anzufangen zu predigen, bin ich angefangen zu predigen, zu lehren. And I was speaking about the how Jesus' teaching, so Jesus himself is the good news, and Jesus' teaching focusing that we have to follow Jesus as a for our teaching. Und ich habe gelehrt, dass Jesus selbst die gute Nachricht ist und dass wir ihm nachfolgen sollen, seinem, dem, was er uns lehrt. And I was teaching about the Holy Spirit and how the Holy Spirit dwelling in us to sanctify us. Und ich habe gelehrt über den Heiligen Geist, der in uns wohnt, um uns zu heiligen. Soon I was recognized by the priest and the bishops, and they invited me to give seminar to them. Und dann wurde ich ziemlich bald bekannt bei den Priestern und bei den Bischöfen, und sie luden mich ein, dass ich so ein Seminar auch bei ihnen halten sollte. So I was wondering, what is attracting them in my teaching. Und dann habe ich mich gewundert und ich habe mich gefragt, was ist für sie so anziehend an meiner Lehre? I am a layman. Ich bin ein Laie. I have not done any theological studies. Ich habe keine Theologie studiert. So I asked one priest about what point you liked in my sessions. Und dann habe ich einen Priester gefragt und habe gesagt, was gefällt dir so in meinen Einheiten? He said, Thomas Paul, have you read Evangelii Nuncianti? Und da fragt er mich, Thomas Paul, hast du Evangelii Nuncianti gelesen? No. Ich sagte nein. No. Nein? You have not read that? Nein, habe ich nicht gelesen. But what you are preaching is exactly what is mentioned by Pope Paul VI in Evangelii Nuncianti. Und dann sagt er, aber das, was du hier predigst, was du hier von dir gibst, ist genau das, was Paul der VI in Evangelii Nuncianti schreibt. Then I immediately bought that book, I have bought it many times and given to many people. Und dann habe ich das Buch gekauft. Ich habe es ganz oft gekauft und es Menschen gegeben. And then I realized, this is really a remarkable teaching for evangelization. Und ich habe dann gemerkt, das ist wirklich eine sehr wegweisende Lehre für die Evangelisation. And it is now more than 30 years. I keep this as a pocket book with me. Often read and reread and reread. Und jetzt ist es schon 30 Jahre, dass ich es wie ein Taschenbuch immer bei mir habe und es immer wieder neu lese. It's a very small booklet. Es ist ein ganz kleines Heftchen. But it contains such an energy, such a power, such a doctrine, such a strength. Aber es beinhaltet so eine Kraft, so eine Stärke, so eine Lehre. My favorite word I want to say from this is in Evangelii Nuncianti, Paragraph 7. Das, was ich jetzt, was mein Lieblingswort ist, was ich jetzt zitieren möchte, ist unter der Nummer 7. Jesus, the first evangelizer. Jesus, der erste Evangelist. Evangelizer. Der zuerst evangelisiert hat. Pope Paul VI writes, during the synod, the bishops very frequently referred to this truth. Jesus himself, the good news of God, was the very first and the greatest evangelizer. He was so through and through to perfection and to the point of the sacrifice of his earthly life. Also, Paul VI schreibt, während der Synode waren die Bischöfe sehr davon, dieser Wahrheit überzeugt, dass Jesus selbst ist die gute Nachricht Gottes. Er war der Erste und der Größte, der evangelisiert hat. Er war durch und durch vollkommen und bis zu dem Punkt seines Opfers. Yeah, I'm just reading one sentence. This whole booklet
you must study. It has such an important thing. In the last some of the paragraph, he says, Holy Spirit is the principal agent of evangelization. Und das ist so ein wertvolles Heft. Wir müssen das wirklich studieren. Und an einer Stelle sagt er ziemlich zum Schluss, der Heilige Geist ist die dringende Notwendigkeit der Evangelisation. At the Council, Second Vatican Council, which started on 11th October 1962, ended on 8th December 1965 with the closing by Saint Paul VI. Und das Zweite Vatikanische Konzil, es hat begonnen am 11. Oktober 1962. Es endete am 8. Dezember 1965 mit den Abschlussworten von Paul VI. Now you must imagine 4 years, so many thousands of bishops and cardinals and theologians were in Rome, staying in Rome and praying and discussing and bringing such a vital doctrinal teachings. Und wir müssen uns das mal vorstellen, dass in Rom über 4 Jahre lang so viele Bischöfe, Kardinäle, Priester zusammen gewesen sind, Gläubige, die haben Theologen, sie haben gebetet, sie haben diskutiert und haben dann eben dieses Vatikanische Konzil hervorgebracht. And Pope Paul VI, Pope John Paul I, John Paul II and Pope Benedict, they were all in that. And even Pope Francis, they were all in that. Und selbst Paul VI, Johannes Paul I und Johannes Paul II, Papst Benedikt und auch Papst Franziskus, sie waren alle Teilnehmer an diesem Konzil. And with the full of fire of this, the enthusiasm brought out from the council was brought into the public by Pope Paul VI. Und die Begeisterung, dieses Feuer des Konzils wurde hinausgetragen in die Kirche, in die Öffentlichkeit durch Paul VI. So, after the council, they decided to have every 4 year a bishop synod, and in that they were deliberating, they were discussing how the Vatican Council teachings can be brought into the practical. Und es war ein Beschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass sich die Bischöfe alle 4 Jahre wieder treffen, um darüber zu beraten und auszutauschen, wie die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils umgesetzt werden in den Pfarreien, in der Kirche. So one of that council was only about how to bring the catechism of the catechism renewed with the teaching of the Vatican Council. Und ein Council of this Bishop Synod. Also ein Teil dieser Bischofssynode war, dass man sich damit beschäftigt hat, wie die Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils in den Katechismus, in die Lehre der Kirche schriftlich dargelegt werden konnten. And to bring evangelization according to these Council teachings. Und dass es eine Evangelisation gibt, die eben mit diesem Vatikanischen Konzilslehren übereinstimmt. So in 1977, Pope Paul VI called a bishop synod only for catechism. Und dann hat 1977 Paul VI eine Bischofssynode einberufen, nur zu dem Thema des Katechismus. But after the success of that synod, Pope Paul VI passed away on 6th August 1978. Aber am Ende dieser Bischofssynode ist Paul VI von uns gegangen, am 6. August 1978. And the post-synodal documentation and the apostolic teaching was brought by John Paul II. Und dann wurde das Ergebnis und das, was dabei rausgekommen ist, weitergebracht durch Johannes Paul II. And that is the famous teaching called
catechesi till the day. Und das ist dann dieses berühmte Schreiben, das bekannte Schreiben, Catechesi Tridendi. That will be like a curriculum for us, for our whole catechism school. Das ist sozusagen ein Curriculum für uns, für diese ganze Glaubensschule. Which we will learn in detail. Und wir werden das im Einzelnen noch lernen. Now I want to show you how beautifully the Holy Spirit led each Pope even to choose their name after the Vatican Council. Und ich möchte euch jetzt einfach nochmal zeigen, wie wunderbar der Heilige Geist jeden einzelnen Papst geführt hat. Auch einfach, wir sehen es auch darin, wie sie ihren Namen gewählt haben. This is the book which is containing almost all the encyclicals of Pope John Paul II. Dieses Buch habe ich und in ihm sind fast alle Enzykliken von Johannes Paul II. Yeah. enthalten. In this first encyclical of Pope John Paul II, he has mentioned this, how the name John Paul is arrived. Und in dieser Enzyklika schreibt er das selber, wie es zu dem Namen Johannes Paul gekommen ist. So that is the first encyclical of John Paul II was Redemptor Hominis. Diese erste Enzyklika von Johannes Paul II. War Redemptor Hominis. He wrote this immediately after his, very soon after his election. Das hat er ziemlich bald nach seiner Wahl geschrieben. Very soon. Sehr bald. Because I can imagine he is full of inspiration out of the Second Vatican Council. Weil ich kann mir das vorstellen, er ist voll von den ganzen Eindrücken des Zweiten Vatikanischen Konzils. The very important teaching or finding of the Vatican Council is we have to be Christocentric. Und ein sehr gutes Ding, was gefunden worden ist im Zweiten Vatikanischen Konzil, war eben das, dass wir als Christen christozentrisch sein müssen. Yeah. So, the first encyclical of John Paul II, namely Redemptor Hominis, the Redeemer of Humanity. Deswegen hieß auch seine erste Enzyklika, die er geschrieben hat, Redemptor Hominis, der Erlöser der Menschheit. Yeah, I'm not going into the teaching of the encyclical. I want to bring what he wrote in the introductory part itself, the inheritance he received from the church and how he chose that name, John Paul II. Und ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, ich möchte nur aus der Einführung noch sagen, wie er selber schreibt, was für ein Erbe er empfangen hat und wie daraus sein Name Johannes Paul II. Gekommen ist. It is Redemptor Hominis, Paragraph 2.2. Also es steht in Redemptor Hominis im zweiten Paragraph, Punkt 2. I choose the same names that were chosen by my beloved predecessor John Paul I. Ich wähle den Namen, den auch mein geliebter Vorgänger Johannes Paul I. gewählt hat. Indeed, as soon as he announced to the Second Sacred College on August 26, 1978, that he wished to be called John Paul, such a double name being unprecedented in the history of the papacy. Also, er hat diesen Namen ausgewählt und es war sehr, sehr ungewöhnlich, einen Doppelnamen auszuwählen. Es war das erste Mal in der ganzen, im ganzen Papsttum. Ja, always Pope will have only one name, but Kardinal Albino Luciani choose a double name. Also es war vorher immer nur ein Name gewesen und Kardinal Albino Luciani war der Erste, der einen Doppelnamen gewählt hat. And John Paul II writes, I saw in it a clearer presage of grace for the new pontificate. Ich sah darin eine ganz klare Aussage über die Gnade des neuen Pontifikats. Since that pontificate lasted barely 33 days, it falls to me not only to continue it,
but in a certain sense to take it up again at the same starting point. Also da das Pontifikat von Johannes Paul I. nur 33 Tage dauerte, fiel es mir zu, an demselben Punkt noch einmal anzufangen und es in derselben Weise fortzuführen. This is confirmed by my choice of these two names. Das bezeugt eben auch meine Wahl für diese beiden Namen. By following the example of my venerable predecessor in choosing them. Und ich folge damit meinem geliebten Vorgänger, der diese Namen gewählt hat. I wish, like him, to express my love for the unique inheritance left to the Church by Pope John XXIII and Pope Paul VI, and my personal readiness to develop that inheritance with God's help. Und ich möchte dadurch meine Wertschätzung für das Erbe von Johannes dem 23. und von Paul dem 6. Ausdruck geben und ich möchte das weiterentwickeln mit der Hilfe Gottes. Imagine how Holy Spirit guided Albino Luciani and Carol Wojtyła. Wie wunderbar der Heilige Geist Albino Luciani und Carol Wojtyła hier geführt hat. That what Holy Spirit led John 23rd and Paul the Sixth in leading the historical Second Vatican Council and its spiritual inheritance should continue through the papacy. So wie der Heilige Geist geschichtlich durch das Zweite Vatikanische Konzil Johannes den 23. und Paul den 6. geführt hat, so soll das in geistlicher Weise bei Johannes Paul dem 2. weitergeführt werden. I often have such a great love for these two names, not only because of one Pope, because of these three Popes. Und ich habe eine so große Liebe zu diesem Namen, nicht nur wegen diesem einen Namen, wegen diesem einen Papst, sondern wegen dieser drei Päpste. So in Carol Wojtyła papacy we have the continuity of the real spiritual fire of John and Paul. Also in Johannes Paul II. Haben wir da wirklich die Fortsetzung des geistlichen Feuers von Paul dem 6. und Johannes dem 23. These are our language of spiritual poetry. Das ist unsere Sprache des geistlichen. The dramatic experience of the faith. Es ist eine dramatische Erfahrung des Glaubens. And I would like to quote one sentence from this encyclical of Redemptor Hominis, which is cited in Catechism of Catholic Church. Und jetzt möchte ich noch ein Zitat aus Redemptor Hominis aufnehmen, was auch im Katechismus aufgenommen worden ist. In Catechism 519. Es steht im Katechismus unter der Nummer 519. In 519 says, first sentence, all Christ's riches are for every individual and are everybody's property. Der ganze Reichtum Christi soll jedem Menschen zur Verfügung stehen und zum Besitz jedes Einzelnen werden. Now I want to read it from this encyclical, that is from paragraph 11. It is the last sentence, last words of paragraph 11. Und hier in dem Buch ist es unter dem Paragraph 11 der letzte Satz. Which says, the unsearchable riches of Christ, since these riches are for every individual and everybody's property. Yeah, you can read the same thing. Okay. Der ganze Reichtum Christi soll jedem Menschen zur Verfügung stehen und zum Besitz eines jeden Einzelnen werden. And then I want to also share something personal about the teaching of Pope Paul, John Paul II and me.
Und dann möchte ich auch noch etwas sehr Persönliches über die Lehre von Johannes Paul II. Und mir erzählen. So, in those days I was giving retreat to priests and religious. In jenen Tagen habe ich Exerzitien gegeben für Ordensleute und Priester. So I was, the theme of the retreat is sanctification, holiness. Und das Thema war Heiligkeit. So I said, the Holy Spirit is the spirit of holiness. He makes us holy. Und ich habe gesagt, der Heilige Geist ist der Geist der Heiligkeit. Er macht uns heilig. So continuously I was speaking about Holy Spirit and various actions of the Holy Spirit. Also ich habe fortwährend über den Heiligen Geist gesprochen und über diese vielfältigen und wertvollen Handlungen des Heiligen Geistes. So again a priest came to me and said, have you read Dominum et Vivificandum? Und wiederum kam ein Priester zu mir und fragte mich, hast du gelesen Dominum et Vivificandum? I said, I cannot even pronounce that. I don't know. Ich sagte, ich kann das kaum aussprechen. Ich kenne es nicht. Shall I write it down? Yeah, yeah. Can you write it down? I said, yes. He wrote me in a paper. Und dann fragte er mich, ob ich es aufschreiben sollte. Und ich habe gesagt, natürlich, schreib es auf. Er schrieb es auf und gab es mir. Dominum et vivificandum. Dominum et vivificandum. And then I have ordered that book and I got it. Also, dann habe ich es mir bestellt und bekommen. And the point the priest was telling, most of the thing what you are speaking is already in this encyclical. Und wiederum sagt dieser Priester eben zu mir, das meiste, was du hier gesprochen hast, finden wir in dieser Enzyklika. So, among the encyclicals of Pope John Paul II, there are 14 encyclicals. The most powerful encyclical is Dominum et Vivificandum on Holy Spirit. Und Johannes Paul II. Hat 14 Enzykliken geschrieben, aber wohl die stärkste und feurigste ist die Dominum et Vivificandum. Ja, it is such a great treasure. Das ist so ein großer Schatz. And the first encyclical, Redemptor Hominis, is absolutely very good. It actually developed the whole other 14 encyclicals from this one encyclical. That is what the finding of Cardinal Ratzinger. Und die erste Enzyklika, Dominus, Redemptor Hominis, ja, Redemptor Hominis. Redemptor Hominis war sozusagen der Schlüssel, der eigentlich die anderen Enzykliken alle geöffnet hat und zu deren Verständnis geführt hat. Das ist etwas, was Papst Benedikt gesagt hat. And I have fallen in love with teaching of Pope John Paul II, Dominum Vivificandum, Redemptor Hominis, Redemptoris Missio. Und ich habe mich verliebt in diese Schreiben, diese Enzykliken von Johannes Paul II., Redemptor Hominis, Redemptoris Missio. Und ja, now I can show you, this is a book of Redemptoris Missio, published by me on behalf of the Kingdom Ministry in you can see the date written here in 1999. Und dieses Buch, was ich hier in den Händen halte, von Redemptoris Missio, habe ich selbst rausgegeben im Mai 1999. I asked my cardinal in my diocese, shall I print this and distribute to in my retreats to the priests and religious? Und ich habe meinen zuständigen Kardinal, meinen Bischof, gefragt, soll ich das veröffentlichen und in meinen Exerzitien den Priestern und den Ordensleuten geben? Of course, you can do it. Natürlich, das kannst du tun, bekam ich als Antwort. And I don't know whether you believe it or not, thousands of these books we printed, Redemptoris Missio, Dominum Vivificandum and many such books. Und ich weiß nicht, ob ihr es glauben könnt oder nicht, aber tausende von diesen Büchern haben wir gedruckt. Dominum et Vivificantem, Redemptoris Missio. And we were four lay people going all around in giving retreat to priests and bishops. Und wir waren Laien and religious.
die herumgingen und Priestern, Bischöfen und Ordensleuten Exerzitien hielten. And sometimes we used to carry about 50 boxes, cartons of these books while we traveling. Und wenn wir unterwegs waren, haben wir manchmal 15 Kartons mit diesen Büchern mitgenommen, um sie zu verteilen. Sometimes in the railway station we had to carry it on our head to shift because there was the train to put it in the train urgently. Weil manchmal haben wir es auf dem Kopf getragen, damit wir es schnell in den Zug hineinbekamen. And we have given these. It was this teaching which made so many bishops and priests very much loud to the papal teaching. Und es waren diese Enzykliken, die vielen Priestern und Ordensleuten den Weg eröffnet haben zur Liebe dieser Lehren. And at that time, by the time the Catechism of Catholic Church arrived. Und während dieser ganzen Zeit war es dann so, dass auf einmal der Katechismus der katholischen Kirche erschien. Ah, it was like a big treasure for me. I began to quote from the Catechism from that time onwards. Und das war für mich so ein großer Schatz. Und von dem Augenblick an habe ich immer aus dem Katechismus zitiert. And I have inspired the Indian, our Malayalam, Kerala bishops to make it soon the translation. Und ich habe unsere Bischöfe in meiner Muttersprache, in Malayalam, habe ich sie gedrängt, dass es bald in unserer Muttersprache veröffentlicht wurde. And from going from Europe, I was buying hundreds of books of catechism in my baggage and taking to India, distributing to bishops and priests. Und wenn ich dann nach Indien gefahren bin, von Europa aus, dann habe ich hunderte von Büchern mitgenommen in meinem Paket, um sie dort in Indien zu verteilen. And when I was praying in the tomb of a European priest in North India, I heard a voice. Und als ich am Grab eines Priesters in Nordindien gebetet habe, da hörte ich auf einmal eine Stimme. We priests, we European missionaries came to India and gave our life for your people. What way you can thank God for that? Und ich hörte die Stimme, die sagte, wir europäischen Missionare, wir haben unser Leben gegeben für euch Inder. Was tut ihr? I said, that is such a great thing. What can I do for that? Ich sagte, ja, das ist eine großartige Sache. Was kann ich da tun? Then there was a silence. Dann gab es eine Stille. I was praying, oh God. Ich betete, oh Gott. And then I heard a voice again. Dann wiederum hörte ich eine Stimme. Can you come to Europe and help our people? Kannst du nicht nach Europa kommen, um unseren Menschen dort zu helfen? I was so much filled with the Holy Spirit, I broke in tears and immediately I said yes. Und ich war so erfüllt vom Heiligen Geist, ich brach in Tränen aus und konnte sofort antworten, ja, ja. But I was not knowing anybody in Europe. Aber ich kannte niemanden in Europa. Only Saint Therese of Lisieux and Francis Assisi, such people, and the popes. Ich kannte nur so Heilige wie kleine Therese von Lisieux oder heiligen Franziskus und eben die Päpste. I prayed. Und ich betete. And the destiny within 1 year brought me to Europe. Und dann war es so, dass ich tatsächlich nach einem Jahr in Europa ankam. To make the story short, and after having the first 3 months of missionary work here in a seminar in Wien, I got an inspiration to have a 1 month long Bible study based on catechism. Und nachdem ich dann erste Seminare in Wien angefangen habe, bekam ich die Inspiration, dass ich 1 Monat lang Bibelstudium machen sollte. Based on Catechism of Catholic Church. Basierend auf dem Katechismus der katholischen Kirche. That is, we will learn Catechism and Bible from the Catechism.
Also das heißt, wir lernen den Katechismus und die Bibel vom Katechismus her. So, the priest who was helping me was Father Christian Sieberer. He said that's a good idea. Und der Priester, der mir zur Seite stand, war Pfarrer Christian Sievers und er sagte, ja, das ist eine gute Idee. He said, I will talk to Cardinal about it and get his permission. Und dann sagte ich, werde mit dem Kardinal darüber sprechen, um auch seine Zustimmung zu bekommen. So Kardinal told Father Christian, send me his credentials. What is he doing? What is his qualification? What is his experience in teaching catechism of Catholic Church? Und dann fragte der Kardinal den Priester Christian, was hat er denn für Voraussetzungen? Was hat er für Qualifikationen oder für Studien? So I was coming and going between India and Austria. So he sent me an email. You have to send me your certificates. Und ich pendelte hin zwischen Indien und Wien und bekam dann eben eine E-Mail von diesem Priester und er sagte, du musst mir deine Voraussetzungen schicken. I said, I have not studied theology, but I am preaching to theologians. Priests, bishops and theology institute professors, I can give the certificates of that. Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Theologie studiert, aber ich predige Ordensleuten, Priestern, Bischöfen, Theologen, das kann ich bringen. I had about 50 such certificates from 50 dioceses. Ich war bereits in 50 Diözesen gewesen. Wherein the bishop said that they personally attended my retreat and his teaching is from the papal teaching of the popes and the catechism of Catholic Church. Und da haben die Bischöfe, die selber teilgenommen haben, bestätigt und haben gesagt, das, was er lehrt, ist die Lehre der katholischen Kirche und die Lehre des Papstes. Seeing all these testimonials, Cardinal Christopher Schönborn has approved this program. Und nach all diesen Zeugnissen hat Kardinal Schönborn dieses Programm bestätigt. And so in 2000, year 2000, in Vienna, we had a 1 month long residential program of studying Catholic Catechism. Und dann hatten wir im Jahr 2000 einen Monat lang ein Studium, eine Veranstaltung über den Katechismus. And after that we began to have Glaubensschule learning catechism like this 1 month or 2 weeks or 1 week in various places in Europe. Und danach gab es eben dann diese Glaubensschule, die eine Woche oder 2 Wochen dauert an verschiedenen Orten in Europa. Ja. Yeah. So In John Paul II's teaching, I became so interested, I began to publish a magazine of his general audience messages. Und durch Papst Johannes Paul II. Bekam ich so ein Interesse an seiner Lehre, dass ich eine Zeitschrift mit seinem Lehren veröffentlicht habe, mit seinen Vorträgen. I again remember, I had a doubt whether I am allowed to do this, so I went to my cardinal and asked this. Und ich erinnere mich, dass ich Zweifel hatte, ob ich das überhaupt tun darf. Und dann ging ich wiederum zu meinem Kardinal und fragte ihn. So I made first a sample of that newspaper, a magazine, with the teachings, a general audience teachings of Pope John Paul II, a sample magazine. I made it and I have shown to the Cardinal his beatitude, Varchi Vidyathil of our diocese. Und ich habe erstmal so ein Beispielpapier gemacht, wo ich dann eben die Generalaudienzen und die anderen Ansprachen drin abgeschrieben habe und habe ihm das vorgelegt. He looked at me with open eyes. Dann schaute er mich mit offenen Augen an. He said, how you got this idea? Und er fragte mich, woher hast du diese Idee? I am sorry to say, what he said is very important.
Und es tut mir leid, was ich sage, aber was ich sage, was er gesagt hat, ist sehr wichtig. Here the church has, every diocese has so many printing press, but nobody thought to publish these Pope's teachings like this. Und er sagte zu mir, in jeder Diözese gibt es so viele Veröffentlichungen und Zeitschriften, aber keiner ist auf die Idee gekommen, die päpstlichen Lehren so zu veröffentlichen. Yeah, I said, these are really needed for the believers, then only the faith will grow. Und ich sagte, das ist aber doch genau das, was wir für die Gläubigen brauchen, sonst kann der Glaube nicht wachsen. So, he gave me a blessing and a permission to publish in English and Malayalam the Pope's teachings, all general audience of Pope, and we were doing it as an apostolate. Und dann gab er mir wirklich die Erlaubnis, das alles in meiner Muttersprache und in Englisch zu veröffentlichen, die Lehren von dem Papst, die Generalaudienzen. Und ja, wir machten das wie ein Apostolat. So I myself was the editor, so I had to learn all these things and make an editorial of this magazine. Also ich selbst war der Herausgeber und also musste ich diese ganzen Dinge auch selber erstmal lernen. So you can imagine this whole encyclicals, what John Paul II has written, most of them is in my soul, and I could learn how rich is the teaching and the doctrine of the Catholic Church. Und ihr könnt euch vorstellen, alle diese Enzykliken von Johannes Paul II, sie sind wirklich in meiner Seele, in meinem Herzen, und ich konnte erfahren, was für einen Reichtum wir da in der Kirche haben. Apart from the encyclicals, there are so many apostolic letters. Und neben den Enzykliken gibt es noch so viele apostolische Schreiben. Two, three important apostolic letters is, one is called Pastores Dabo Vobis, that is about the formation of the priests. Und ein apostolisches Schreiben ist über die Ausbildung der Priester. And then there is a apostolic letter after the synod for the lay people, Christi Fidelis Laici. Und dann gibt es ein apostolisches Schreiben nach der Synode der Laien. And then another apostolic letter about the families, Familiaris Consortio. Und dann ein apostolisches Schreiben über die Familie, Familiaris Consortio. He writes in that, family is the basic fiber of the society and of the church. Und darin schreibt er, dass die Familie wirklich der Grundstein ist für die Gesellschaft und für die Kirche. In the apostolic letter about the laity, Pope John Paul II says, quoting from Matthew chapter 20, come, you too, come to my vineyard. Und that is the workers in the vineyard. Achso, in meinem Weinberg, okay. In Christopher Dillis Lacey. Okay, in dem Brief, in dem Schreiben an die Laien, da zitiert Papst Johannes Paul II. Matthäus 20, kommt auch ihr in meinen Weinberg. Yeah. And in the teaching for the priests, Pastores Dabo Vobis, I remember a sentence which says, your heart must become the terminus of the word of God. Und in der Enzyklika an die Priester erinnere ich mich an den Satz, dass er gesagt hat, euer Herz muss sein wie der Terminus des Wortes Gottes. Yeah. And the Redemptoris Missio is very, very practical teaching. Und Redemptoris Missio ist eine sehr praktische Lehre. And the first chapter of the Redemptoris Missio is Jesus Christ, the Savior of the world. Und das erste Kapitel heißt deswegen auch schon Jesus Christus, der Retter der Welt. And second chapter is the Kingdom of God. Und das zweite ist das Reich Gottes. And third chapter is very interesting. The Holy Spirit is the principal agent of mission. Und das dritte ist, der Heilige Geist ist das Prinzip der Mission. Yeah. Principal agent, the Hauptakteur. And this word was mentioned in
Evangelii Nuncii by Pope Paul VI. Und dieses Wort, dass der Heilige Geist der Hauptakteur der Mission ist, hat bereits Paul VI. In seiner Enzyklika erwähnt. Evangelii Nuncii Apostolic Letter. In dem apostolischen Schreiben Evangelii Nuncii. But Paul jumped on to expand it into the whole chapter. How important is the Holy Spirit in learning and evangelization? Und Johannes Paul II. Hat es dann ausgeweitet in einem ganzen Kapitel, wie wichtig der Heilige Geist ist. I'm going to continue this, otherwise I will be this. Let's see how it may be a little longer. So, and at the last, we have the great encyclical of John Paul II is on the Eucharist. Und als letzte Enzyklika haben wir noch die Enzyklika von Johannes Paul II. Über die Heilige Eucharistie. That was a climax, a great experiential personal encyclical. Das war eine sehr persönliche Enzyklika, die er da geschrieben hat. Wherein he says, I am seeing every day for more than 50 years, every day while breaking the bread, my eyes are illumined. Und er sagt da, seit mehr als 50 Jahren geht es mir jetzt so, immer wenn ich das Brot breche, sehe ich, meine Augen werden erleuchtet. Half a century. Ein halbes Jahrhundert. Every day. Jeden Tag. 365 days. 365 by 50 Tage. Years, 50. Im Jahr mal 50. Every day I am seeing this marvel. Jeden Tag sehe ich dieses Wunder. And when now I am concluding about Pope John Paul II with great thanksgiving to God for such a teaching to the Holy Catholic Church. Ich möchte jetzt Johannes Paul II. Abschließen mit einem so großen Dank für die Lehre für die katholische Kirche. And so later on we will know more about his mind through the catechism. Und durch den Katechismus werden wir später noch viel mehr von seinem Geist erfahren. Now after his papacy comes another great pope, Pope Benedict XVI, Cardinal Joseph Ratzinger. Und nach ihm kam dann Benedikt der 16. Kardinal Ratzinger. I have here a few books of him, and the very here he is a pope who has got so many writings, and he was actually right hand of Pope John Paul II in the ministry of as leading the church to safeguard the faith. Und er hat sehr viele Schriften veröffentlicht und er war sozusagen die rechte Hand von Johannes Paul II., wenn es darum ging, den Glauben in der Kirche zu bewahren. John Paul II has done his studies on all the works of Saint John of the Cross. Johannes Paul II. Hat seine ganzen Lehren grundlegend aufgebaut von Johannes vom Kreuz. And Pope Cardinal Ratzinger has done all the studies on the teachings of Saint Augustine and all the many church fathers. Bei Papst Benedikt war es so, dass er basiert ist auf dem heiligen Augustinus und auf vielen anderen Kirchenlehrern. So during the papacy of John Paul II, these two great spiritual towers were working together in harmony. Und durch Johannes Paul II. Haben diese beiden großen Säulen wunderbar zusammengearbeitet. Yeah. And Pope Benedict's biggest contribution, apart from so many books, his teachings, he brought his encyclical on Deus Caritatis and God is peace, and he began to write about faith, but that is completed by Pope Francis. Und er hat auch so viele Schriften herausgegeben, seine Enzyklika Deus Caritas und Gott ist Friede,
Und seine letzte Enzyklika wurde vollständig beendet von Papst Franziskus. And über den Glauben. His famous book is Jesus of Nazareth. Ein berühmtes Buch von ihm ist Jesus von Nazareth. But the whole life of Joseph Ratzinger is from all the riches he received in his studies are a basis is given into making the Catechism of Catholic Church. Aber das Grundlegende, was Johannes, was Papst Benedikt hervorgebracht hat, war dann wirklich der Katechismus. So he worked, yeah, in this apostolic constitution. Pope John Paul II has mentioned here. In 1986, I entrusted a commission of 12 cardinals and bishops, chaired by Cardinal Joseph Ratzinger, with the task of preparing a draft of the catechism requested by the Synod Fathers. Und in dieser apostolischen Konstitution schreibt dann Johannes Paul II. Im Jahre 1986 habe ich einer Kommission von 12 Kardinälen und Bischöfen unter Vorsitz von Herrn Kardinal Josef Ratzinger die Aufgabe übertragen, einen Entwurf für den von den Synodenvätern gewünschten Katechismus vorzubereiten. We can imagine 6 years of hard work by so many cardinals and bishops headed with by Joseph Ratzinger. Wir können uns vorstellen, wie stark und schwer und hart diese Kardinäle 6 Jahre lang gearbeitet haben unter dem Vorsitz von Kardinal Ratzinger. And Cardinal Christopher Schönborn was assisting him in editing and helping him in this work. Und Kardinal Christoph Schönborn war ihm zur Seite gestellt und half ihm bei dieser Arbeit. So, we have such a heartful love when we open this teaching of Catechism, we feel that Joseph Ratzinger as Pope Benedict is with us and helping us. Und wir haben so ein Herz voller Liebe, wenn wir den Katechismus öffnen und darin lesen. Und wir spüren förmlich, dass Papst Benedikt XVI. Mit uns ist. Yeah. And Pope Benedict, how was he in the... He was very active in the whole Vatican Council as a priest and a theologian. Papst Benedikt war als Kardinal Ratzinger und als Theologe sehr aktiv im Zweiten Vatikanischen Konzil. So he continued the flame of Vatican Council in the whole catechism and in all his teachings. Er brachte die Flamme des Zweiten Vatikanischen Konzils in den Katechismus und in alle seine Lehren. Now, after Pope Benedict XVI came our beloved Pope Francis. Und nach Benedikt XVI. Kam dann unser geliebter Papst Franziskus. Yeah. Now, when Pope Francis took his papacy, very soon the first Papal exhortation, apostolic exhortation he wrote was Evangelii Gaudium. Und ziemlich bald das erste, was dann Papst Franziskus herausgab, war Evangelii Gaudium. Yeah. And wherein he wrote, he wrote this, which is called the joy of the gospel. Und sehr, sehr schnell hat er das geschrieben, was dann heißt die Freude am Evangelium. He write here, I want to give you a new direction to the whole evangelization and the Catholic teaching through this teaching. Und er sagt, er möchte uns durch diese Lehre eine neue Richtung in der Evangelisation und in der Lehre der Kirche geben. And then he wrote another beautiful teaching is Gaudete Exultate. Und dann hat er noch ein Schreiben geschrieben, Gaudete Exultate. And so many other papal teaching, one very important teaching for the children and young people is Christus Vivit.
Und so viele andere päpstliche Schreiben hat herausgegeben. Und eins möchte ich noch erwähnen für die Kinder und die Jugendlichen, das ist Christus vivit. So, I wanted to bring to all the students who are going to learn this and the teachers and the parents how the whole papacy after the Second Vatican Council was so beautifully guided by the Holy Spirit with a harmony. Und ich wollte mit dieser Einheit jetzt allen, die studieren, die das hier lernen, den Eltern, den Kindern, den Jugendlichen, wollte ich zeigen, auf was für eine wunderbare Weise der Heilige Geist alle unsere Päpste in dieser Zeit geführt hat, in dieser großen Eintracht und Einheit miteinander. Now you should expand it by going into some of the encyclicals and apostolic teachings of these popes and get the beauty of the Catholic teaching. Und wenn ihr euch einige von diesen Schreiben zur Hand nehmt und da hineingeht, dann werdet ihr die Schönheit dieser Lehre selber entdecken. Sorry, this session has become so long, so I wanted to complete all the popes included in this. Also es ist ein bisschen lang geworden, aber ich wollte wirklich in dieser Serie wirklich alle Päpste mit hineinnehmen. So, let us thank God for all these popes. They are all praying for us for our project. Und danken wir für alle diese Päpste, die jetzt für uns und unser Projekt Fürsprecher sind. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. 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 Thank you very much, all those who are watching this online and those who will be watching this later on in YouTube and those who are learning this in the Catechism School. Also, danke allen, die jetzt zuschauen, die später zuschauen und vor allem denen, die das wirklich in der Katechismusschule lernen. So, in the short, we should have a love for the Catholic Church. Also zusammenfassend gesagt, wir sollten eine Liebe zur katholischen Kirche haben. Amen. Goodbye. Goodbye.